Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und schaut mal diese Baby hier an. Red Breast 21-year-old. Eine 21 Jahre alte Irish Whiskey. Der älteste Irish Whiskey, den Irish Distillers im Programm haben. Ein Master Distiller Billy Lytton hat im September 2013 diese Whiskey hier vorgestellt. Single Pot Still Whiskey, 21 Jahre alt, 46% und 140 Euro um den Wein momentan. Dreifach destilliert, eine Mischung aus ungemälzte und gemälzte Gerste, Ex-Bourbon, Ex-Sherry-Fässern mit einer ganz, ganz tolle Verpackung hier. Und das wurde von Jim Murray 2018 zu zweitbeste Whisky des Jahres gekürt. Yay! Also eine schöne Kunstlederverpackung mit einer Kupferplatte da drauf. Considered the definite expression of single pot still with Irish whiskey, Redbreast 21 is complex, balanced and full-bodied. Also betrachte das der definitive Ausdruck von single pot still with Irish whiskey. Redbreast 21 ist komplex, ausgewogen und vollmündig. Also hier hinten könnte ich auch ganz schon viel lesen, werde ich aber heute nicht tun. Denn es geht darum, dieses zu erfahren, zu erleben. Also die Flasche mache ich jetzt hier vor laufender Kameras auf. Ich habe sie noch nie vorher im Mund gehabt. Ein Sample habe ich irgendwo da unten davon, aber ich dachte, ich gönne mir diese Flasche doch und teile es mit euch. Also von daher meine Flaschenteilung. Ist er denn zu finden? Also jetzt bin ich gespannt. 46% ist genau richtig. 21 Jahre alt ist Bombe, was jetzt hier Irish angeht. Also älter ist doch manchmal besser. 140 Euro. Also wenn der 40 Euro wäre, würde man den jeden Tag trinken wollen und können. Aber bei 140 muss man denn das ein bisschen aufbewahren für besondere Anlässe, finde ich. Also farblich ist der auch richtig, richtig nett. Also man merkt eine schöne Kupferton. Ja. Da kommt eine volle ganze Ladung hier. Von, Irish Whiskey. Das war eine Mischung aus, ich versuche es mit meinen Worten zu erklären, eine Mischung aus Weihnachtspunsch und Blättern im Herbst. Ja, also diese Blätter im Herbst sind diese Gerste, also diese gemälzte und ungemälzte Gerste, was so bei Single Pot Still Whisky so typisch ist. Die haben damals in Irland einfach mal so ein bisschen Steuern sparen wollen, denn die bösen Briten haben damals eine Steuer auf gemälzte Gerste dann drauf auferlegt und die haben gesagt, okay, gut, dann werden wir halt eben ungemälzte Gerste benutzen und da kriegt er unser Steuergelder nicht. Also hätten die Schotten genauso machen können mit den Briten, aber die Iren haben das zuerst jetzt hier gemacht und deshalb haben sie ein Verhältnis einfach entdeckt. Meistens ist es 60% gemälzte Gerste mit 40% ungemälzte Gerste, aber manche Leute spüren, es muss eigentlich 51% ungemälzte Gerste sein, damit es zu Perfektion kommt. Ich bin nicht der Master Stiller, der Billy am Leiten hat es auch nicht erzählt, werden wir hier sehen. Also ich krieg eine Pamplemousse, eine Grapefruit, eine Pink Grapefruit dann da in der Nase. Also ich werde hier einen Moment brauchen. Also sorry, Leute. Ja, diese Ananas, nicht ein Ananas, diese Pamplemousse, diese Grapefruit, diese Ananas bleibt. Sehr, sehr lecker. Ich schau mal, was die Tasting Notes hier sagen. Also remarkable aroma spanning fresh tropical fruits, nuts and rich dried fruit. Also man sollte tropische Früchte kriegen. Also eine Grapefruit ist tropisch für mich. Ananas habe ich erwähnt. Bis hin zu diese getrocknete Früchte. Und da gehe ich auch hin zu dieser Mango, den da getrocknet ist. Da komme ich da mit.
Der ist echt irre. Also, irische Whisky, irre Wahnsinn. Also, echt richtig, richtig gut. Wow. Das könnte mein. Sorry, J.G. Corey. Zumindest als ich das hier gedreht habe bei J.G. Corey, habe ich gesagt, der beste Irish Whisky, den ich jemals im Glas hatte. Den hatte ich noch nicht im Glas. Vielleicht war das denn zum Vorteil dafür. Der ist gut. Okay, probieren wir mal. 46%, genau mein Sweet Spot, also perfekt. Wow. Oh. Ich glaube, ich habe ein kleines Orgasmus wieder im Mund hier gehabt. Das war gut. Ölig, fruchtig, holzig, vanillig. Ganz anders als meine Bourbons hier. Das ist eine Kategorie, als ob man die ganzen Leben lang einen Opel am Corsa gefahren ist und plötzlich dann mit einer S-Klasse durch die Gegend gefahren wurde. Wow. Noch einmal und dann schaue ich. Ich habe ganz bewusst die Tasting Notes noch nicht angeschaut. Ach, diese Grapefruit kriege ich echt nicht raus heute. Tropische Früchte und dieser Mango, der getrocknete Mango habe ich auch. Super. Ich möchte nicht mal runterschlucken, ich möchte im Mund behalten. Oh wow. Oh. Süffig ohne Ende. Es brennt gar nicht. Es ist einfach nur wohlig warm. Diese Ex-Bourbon-Fässern, diese First-Fill-Sherry-Fässern, alles passt zusammen. Dieses gemälzte und ungemälzte Getreide, der da in meinem Mund zusammenkommt, ist einfach himmlisch. Eine ölige Substanz, eine süffige Substanz. Ach. Taste, Soft Vanille. Okay, Vanille habe ich vorher ganz kurz erwähnt. Toasted Oak, also Eiche, gut Holz. Sherry Nuttiness, also Sherry Nussigkeit. With a dusting of pot still spices, mit einer Bestäubung von dieses Gewürz von pot still. Luscious fleshy fruit. Notes complete the creamy mouthfeel. Die nennen es cremig und ich habe dann ölig genannt. Und dieses fruchtige Fleisch. Fruchtige Obstfleisch. Fruchtfleisch. Und der Abgang sollte wie sein? Finish lingers, lang anhalten. Also ich bin schon über eine Minute dabei. Seemingly forever. Beinahe scheint einem wie für immer, dass er anhält. To oak and pot still spices and then the final bow from barley where it all began. Also geht zu Eiche und dann diese pot still Gewürze und dann am Ende noch diese Gerste. Wow. Ich glaube, ich habe ein Problem bei meiner Benotung. Ein letztes Mal. Ich bin glücklich. Eins plus. Yay! Endlich habe ich einen Whisky gehabt, der ein 1 plus hatte. Leute, feiert mit mir. Endlich ein 1 plus. Ich glaube, bei meinen Bourbons habe ich denn nur bisher ein 1 gegeben. Der ist gut. Der ist richtig gut. Also, den muss ich mal mit meinen Leuten teilen. Vielleicht kommt er doch nicht auf meine Sample-Liste, werden wir schauen. Also, oh wow. Ich bin echt froh, diese Flasche gekauft zu haben. Wow, Leute. Also, Preis-Leistung 3 plus. 140 Euro. Ich hätte denen ein 2 gegeben für 99 Euro, aber. Es gibt wirklich Lieferschwierigkeiten. Der wurde nicht ganz so viel jetzt hier davon gemacht.
Und dann haben wir echt ein Problem, dass viele Leute den entdecken und sagen, hey, also bevor ich 100 Euro für irgendwie eine Single-Cask-Abfüllung mache bei einem unabhängigen Abfüller, du, ich lege einfach ein paar 20, 40 Euro oben drauf und ich kaufe mir so etwas und der ist garantiert genial. Und deshalb ist das einfach mal eine richtig, richtig super Sache. So, es sagt hier am Ende hier, produced in very limited qualities, this 20-year-old Redbreast is a joy to behold in each and every bottle. Also produziert in sehr begrenzten Mengen. Und dieser 21 Jahre alte Redbreast ist eine Freude zu betrachten in jeder Einzelflasche. Also bravo, bravo, bravo. Also Billy Lighten, ich kann nur sagen, eine super schöne Sache. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. 1+, yay! Und bis morgen. Liken, abonnieren, unten schauen auf meine Sample-Liste oder anfragen bei whiskeyjason@gmail.com. Meine Frage des Tages, habe ich fast vergessen. Welche Redbreast gefällt dir am besten? Also, welche Redbreast gefällt dir am besten? Das ist ein Rotkehlchen, also in Amerika ist es Red Robin und das ist eine der ganz wenigen Vögel, die in Irland bleiben, auch über den Winter. Und da ein Singvogel ist, ist das hier wirklich eine Rarität. Also, welche Redbreast gefällt dir am besten, was du bisher tatsächlich probiert hast? Also, könnte auch der Luster sein, es kann auch hier der 12 Jahre alt, der kann auch was anders sein. Welche gefällt dir am besten? Meine Frage des Tages. Tschüss und wirklich jetzt, bis morgen.